Unfall-Trulli. Schlimmer Unfall. Ein. Er zeigt, okay, Daumen nach oben. Oh, ist das Auto verschrottet, mein lieber Mann. Ein heftiger Unfall ist das. Safety Car. Kann der überhaupt aussteigen? Ein völlig zerstörter Renault. Das Safety Car ist standing by, also steht parat, gelb. Natürlich. Da rechts. Da, oh, in Bridge ist das. Das ist die stümmste Stelle, um abzufliegen. Ja, ist aber nach rechts abgeflogen, also nicht, wie wir das bei Timo Glock in dieser Kurve gesehen haben, sondern ist nach rechts reingeflogen. Safety Car kommt. Völlig richtige Entscheidung. Schwerer Unfall von Jarno Trulli, der da etwas wackelig weggeht. Und Kimi nützt jetzt die Situation. Und das könnte alles auf den Kopf stellen. Und Rubens Barrichello kommt ebenfalls, der ja extrem profitiert hat. Doch nochmal sowas wie Aufregung im letzten Renndrittel. Räikkönen bleibt vorne. Ja. Hat's geschafft, ja. Vor Barrichello. Ganz wichtige Situation. Fisichella, der zum letzten Stopp kommt. Was für ein Unfall von Jarno Trulli. Boah. Das ist Montoya. Alle, die nochmal kommen müssen, tanken logischerweise jetzt bis zum Schluss auf. So verschrottet ist das Auto. Das ist ja nur noch ein Klumpen Carbon. Coulthard ist das. Am D für David am Heckflügel zu erkennen. Und auch Fernando Alonso ist drin. Die haben Nerven. Der eine verunglückt da auf der Strecke und Alonso kommt sofort zum dritten und letzten Stopp. Hier ist das Safety-Fahrzeug. Somit müssen wir, hier kommt eine erste. Beim Anbremsen bricht er nach rechts aus. Und überschlägt sich auch noch einmal. Boah, was für ein Unfall. Und dieses Kiesbett. Dieses Kiesbett. Schauen Sie sich die Bilder bitte an. Und das Visier ist zugeblieben im Gegensatz zum Helm von Ralf Schumacher. Und hier gibt er Entwarnung. Das ist das Zeichen des Wochenendes. Diesen Daumen sehen wir ganz gerne. Ein Jetzt Shootout. Mit frischen Reifen. Zwischen Räikkönen und Michael Schumacher. Dank dieses glimpflich ausgegangenen Unfalls. Wenn man das sieht, muss man wieder das Wort Horrorunfall in den Mund nehmen. Ich sag das so ungern, aber da so einzuhaken, sich zu überschlagen, im Kiesbett aufzusteigen,